Schön, dass Sie dabei sind. Also auch nochmal offiziell herzlich willkommen heute hier zu unserem iTalk-Dialog mit dem Thema, Entschuldigung, mit dem Thema OZG 2.0 beziehungsweise das OZG-Veränderungsgesetz. Das Geplante oder das Angedachte, so ist hier der Titel. Allerdings muss man sagen, mittlerweile ist es mehr als angedacht, sondern es gibt sich gerade auch schon auf den Gesetzgebungsweg. Von daher ist es wohl das kommende OZG 2.0 beziehungsweise Veränderungsgesetz. Und dazu möchte ich Ihnen heute in den nächsten 1,5 Stunden so ein bisschen was erzählen. Was sind so die wesentlichen Änderungen auch in diesem Gesetz? Was beachtet es aber vielleicht auch nicht? Und wo haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir das ganze Thema an sich auch weiter nach vorne treiben können? Und das natürlich in alter Manier am liebsten mit Ihnen gemeinsam auch zusammen. Ich habe einmal mitgebracht, nochmal ganz kurz so zum Einstieg, OZG nochmal, wirklich ganz, ganz kurz. 2017 ist das OZG in Kraft getreten, ist erlassen worden vom Bund als Bundesgesetz und sieht quasi so ein paar Parameter, habe ich unten mal reingeschrieben, vor. Es gibt 14 Themenfelder, die letzten Endes über Themenfeldverantwortliche quer durch die Bundesländer, nämlich auf Bundesländerebene verteilt, Themenfeldführerschaften ja letzten Endes ausgelobt worden sind. So hat zum Beispiel Nordrhein-Westfalen das Themenfeld Engagement und Hobby besetzt, andere Länder dann andere Themenfelder, wobei das gar nicht schwarz-weiß ist, sondern auch dort untereinander sich ausgetauscht wird und ich sag mal, das Land oder der Bereich, wo es einfach zu Themen dann schon auch gute Lösungen gab oder Ansätze gab oder auch Ressourcen gab, da wurde dann auch übergreifend gearbeitet. Insgesamt sollten, und das war der Umsetzungskatalog, 575 Leistungen umgesetzt werden als Leistungsbündel. Hinterher sind es darunter ja viel, viel mehr Leistungen dann auch gewesen, die umgesetzt werden sollten. Und das Ganze bis Ende letzten Jahres. Und aufgrund dieser ganzen Fülle an Umsetzungsthemen wurden die sogenannten EFA-Projekte, einer für alle Projekte, ausgerufen vom Bund und auch finanziert, auch gefördert über Konjunkturpakete. Und dort war letzten Endes vorgesehen, dass aus den Themenfeldbereichen und Themenfeldführern dann einzelne Bereiche dieser 575 Leistungen rausgenommen wurden. Und man hat gesagt, dort entwickelt und betreibt einer für die bundesweite Nachnutzung. Da gibt es ein paar Projekte, da gucken wir gleich auch mal drauf, ist aber, glaube ich, nicht ganz so weit getrieben worden oder gekommen, wie man sich das auch vorgestellt hat. Ja, und das Ende erstmal des, ich sag mal, OZG 1.0 war der 31.12. letzten Jahres, also Ende 22. Dort hat die Umsetzungsfrist geendet. Und das OZG war erstmal dadurch, ja, ich sag mal, zu Ende in dem Sinne, aber so richtig zu Ende dann doch nicht. Und wenn man da mal drauf schaut, das ist jetzt hier vielleicht eine steile These, aber ich glaube, da ist schon was dran, kann man hinterher sagen, naja, ist das OZG jetzt erfolgreich gewesen oder ist es eher gescheitert im Sinne von dem Plan, den man sich vorgenommen hatte, nämlich diese 575 Leistungen hinterher zur Digitalisierung oder Leistungsbündel und die dann hinterher dann auch wirklich in die Breite über Nachnutzung zu geben. Und das ist sicherlich gescheitert, weil wenn man mal genau drauf schaut, dann gibt es nicht so viel. Und wir, beziehungsweise auch meine Kolleginnen und Kollegen, haben uns mal auch so die Mühe gemacht und haben mal drauf geschaut, erstmal anhand von unterschiedlichen Studien. Hier sehen Sie was, was wir aus dem Normkontrollrat und anderen Studien mal zusammengebracht haben. Was sind eigentlich so die Top-Verwaltungsleistungen, wenn man sich das mal anschaut? So, das ist nicht schwarz-weiß, aber das ist mal eine Indikation und das sind die, die wir Ihnen hier mal aufgelistet haben. Und wenn man da mal drauf schaut, dann sieht man die fett dargestellten. Das sind alles Leistungen, die als EFA-Dienst umgesetzt werden sollten. Und diese EFA-Dienste dann hinterher im Rahmen der Nachnutzbarkeit dann auch wirklich in die Breite gesetzt worden sind. Und wenn man jetzt mal genauer reinschaut, dann sieht man, dass letzten Endes, und das haben wir ja auch mal dargestellt, viele davon eigentlich noch gar nicht fertig umgesetzt bzw. nachnutzbar fähig sind. Die gelb markierten sind Dienste, die wir im Fit Store heute schon sehen können. Da ist mittlerweile vielleicht ein, zwei noch dazugekommen, aber trotzdem nicht viel. Die blau markierten sind die, die im GAF Digital Marktplatz zur Verfügung stehen. Und wenn man da mal genauer drauf guckt, zu dem Zeit, als wir das gemacht haben, und das ist jetzt vielleicht 3, 4 Wochen her, gab es in NRW genau eine Leistung, die ordentlich nachgenutzt werden konnte, nämlich der Bereich Führerschein. Und das finde ich schon sehr, sehr ernüchternd, muss man sagen. Und wenn man das dann sieht, und das ist das, was ich gerade dargestellt habe, dann sind einfach viele Leistungen von diesen heute noch gar nicht verfügbar, noch gar nicht nachnutzbar oder auch noch gar nicht bis zum Ende umgesetzt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
Und bevor ich jetzt auf das OZG-Veränderungsgesetz eingehe, will ich noch was nachholen, was ich eben am Anfang so ein bisschen vergessen habe. Sehen Sie es mir bitte nach, noch ein paar organisatorische Hinweise. Nämlich als erstes ganz wichtig, wir zeichnen diese Veranstaltung heute auf, weil wir zwar wirklich sehr, sehr viele Anmeldungen, auch jetzt schon gerade mit 173 Teilnehmern, eine sehr, sehr breite wirklich Zuschauerschaft erreichen können. Aber es gibt noch ganz viele, die uns gebeten haben, das auch aufzuzeichnen, die einfach nicht können, aber für die das Thema auch spannend ist. Also von daher das zu Ihrer Information. Dann, wie immer, so ein paar Zoom-Regeln, aber Sie halten sich jetzt schon dran, sonst hätte ich schon längst mich gemeldet, nämlich bitte stumm schalten. Und wenn Sie Fragen haben, dann darf man hinterher natürlich auch gerne oder auch jetzt schon den Chat nutzen. Sehen Sie es mir nach, dass ich das jetzt gerade nicht alles parallel schon mit sehen und lesen kann, sondern dass wir letzten Endes uns gerne auch die Fragen dann nochmal am Schluss anschauen werden. Ja, und dann, weil die Fragen, glaube ich, auch schon kommen, wir werden natürlich im Nachgang auch diese ganzen Unterlagen Ihnen zur Verfügung stellen, sodass Sie die dann auch nochmal neben der Aufzeichnung auch die Präsentation gerne auch weiter verteilen und auch nutzen können. Das vielleicht nochmal so als Zwischenintro für die organisatorischen Sachen. Schauen wir jetzt aber auf das OZG-Veränderungsgesetz. Und die erste Synopse davon, die habe ich sehen dürfen ungefähr im November letzten Jahres. Rein theoretisch war die Zielsetzung übrigens schon, dass zum 01.01.2023 ein neues OZG-Gesetz in Kraft tritt. Das hat aber leider letztes Jahr nicht funktioniert. Wir haben, wie gesagt, ab November, Dezember erste Synopsen gesehen und der erste auch wirklich veröffentlichte Referentenentwurf des BMI, der über die Referate im BMI dann auch wirklich ausgetauscht und ja, abgestimmt worden ist, den haben wir im Januar erhalten. Und der ist im Januar verteilt worden. Das Ziel ist jetzt die Inkrafttretung dieses OZG-Veränderungsgesetzes, so heißt es. Und der Name allein lässt ja schon darauf schließen, dass man sieht, naja, das, was wir bisher getan haben, hat nicht ganz so funktioniert. Und wir müssen an Stellen nachjustieren, damit wir dieses Thema und vor allen Dingen das Ziel, nämlich die Digitalisierung nach vorne zu bringen, auch wirklich erreichen können. Neben dem, ja, ich sag mal, Veränderungsgesetz OZG, werden im gleichen Zuge auch noch zwei weitere Gesetze angepasst. Das geht damit einher, weil es da drin dann auch Regelungen gibt, nämlich einmal das E-Government-Gesetz des Bundes und das IT-Netzgesetz. Darauf gehe ich heute gar nicht so gezielt ein. Das sind auch wirklich sehr rudimentäre, überschaubare Änderungen. Wenn Sie da noch Fragen zu haben, kommen Sie aber gerne auf mich zu. Dann können wir da auch gerne nochmal drauf schauen. Der Referentenentwurf samt Begründung für das ganze Thema OZG 2.0 oder Veränderungsgesetz hat roundabout 50, 60 Seiten. Ich habe jetzt versucht, und keine Sorge, ich komme jetzt hier nicht mit 50, 60 Folien, sondern habe versucht, das wirklich sehr zusammenzufassen für Sie, einen ersten Überblick zu geben und wirklich die aus unserer oder auch aus meiner Sicht wesentlichen Anpassungen, die letzten Endes vorgenommen werden sollen, dann auch hier darzustellen. Und die möchte ich Ihnen gerne jetzt auf den nächsten 2, 3 Folien auch ein Stück weit näher bringen. Ich werde zwischendurch, deswegen nicht irritiert sein, ab und zu mal so ein bisschen runtergucken müssen, weil wie gesagt, die 60 Seiten habe ich jetzt nicht alle hier platzieren können, sondern ich muss zwischendurch einfach nochmal in meine Unterlagen schauen, ob ich noch irgendwo was habe, was ich Ihnen noch mit auf dem Weg zu diesen Paragraphen geben möchte. Paragraph 1, Anwendungsbereich. Und dort gibt es eigentlich eine der direkt wesentlichsten Änderungen, nämlich die generelle Streichung der Umsetzungsfrist. Es gibt also keine Umsetzungsfrist mehr, die ist ja abgelaufen letztes Jahr. Es wird keine neue geben, sondern, und das steht auch in der Begründung so drin, das Thema der Digitalisierung, wie es auch richtig ist, wird halt als dauerhafter Prozess und dauerhafte Aufgabe gesehen. Man geht auch ein Stück weit damit weg von diesen, wir haben diese 575 Leistungen und Leistungsbündel und, also von diesem, ich nenne es jetzt mal Big Bang, hin eher zur Priorisierung von Einzelleistungen, die der Bund vornehmen kann. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, welche Priorisierungen es genau gibt. Dieser Prozess befindet sich noch letzten Endes im Flow. Ich kann aber sagen, es gibt schon erste Themen, können wir auch gleich nochmal was zu sagen, sowas wie Kommunalpakt und Fokusleistungen, die jetzt schon auf den Weg gebracht werden, wo man sich dann letzten Endes eher wieder an einzelnen Diensten oder an priorisierten Leistungen dann orientiert. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel eben diese Auflistung von uns gesehen haben, wo wir einfach mal dargestellt haben, welche sind denn die vermutlich Top-Leistungen, die man im Moment hat. Was ist noch im Paragraphen 1 letzten Endes geregelt? Naja, Portalverbund haben wir heute schon, aber Portalverbund steht nochmal drin. Die Länder müssen die Voraussetzungen schaffen, damit Kommunen sich auch an den Portalverbund anbinden können.
Das haben wir in NRW eigentlich schon eine ganze Zeit mit dem Portalverbund NRW. Allerdings haben das nicht alle Länder so. Deswegen ist es hier auch nochmal geregelt worden. Der Bund stellt für diesen Portalverbund aber auch eine zentrale Infrastruktur bereit zukünftig. Und diese eigene zentrale Bundesinfrastruktur, die können dann oder müssen dann Länder und Kommunen bespielen, um direkt angebunden zu werden. Also wenn Länderinfrastrukturen heute bestehen, können die weiter genutzt werden. Sollten irgendwo in Ländern keine bestehen, dann müssen die zukünftig auf die, oder so ist es vorgesehen, zukünftig auf die Bundesinfrastruktur gehen. Es wird auch, so ist es geplant, zukünftig auch nur noch einen einheitlichen Einstiegspunkt geben in dieses ganze Thema Suchen, Portalverbund, der dann auch auf Bundesebene ist und nicht mehr weiter unten auf Länderebene abgebildet wird. Was auch noch ganz interessant ist, der Bund kann quasi für Leistungen des Bundes, die aber durch Länder und Kommunen zu erbringen sind, zentrale Antragsverfahren vorgeben und den Datenaustausch vorgeben. Das heißt, er kann Anwendungen quasi vorgeben und sagen, solltet ihr keine bisher schon adäquaten anderen Funktionen, Prozesse abgebildet haben, dann kann er vorgeben, die von ihm ja letzten Endes definierten Umsetzungen dann auch wirklich einsetzen zu müssen. Das ist so das Ziel auch zukünftig. Was man erkannt hat, ist übrigens auch, dass die kommunale Ebene viel zu wenig in den bisherigen OZG eingebunden worden ist. Deswegen wird es unter anderem, das ist gar nicht in dem Gesetz geregelt, ist aber bei dem letzten IT-Planungsrat-Kongress jetzt auch nochmal angekündigt worden, einen sogenannten Kommunalpakt geben. Da können wir gerne auch nochmal eine gesonderte Veranstaltung zu machen. Da gibt es noch gar nicht so ganz viele Informationen zu. Da ist aber der Plan auch, die Kommunen viel enger mit einzubeziehen und zu unterstützen. Aber was auf jeden Fall in diesem Gesetzesentwurf schon mit enthalten ist, ist nämlich das Thema ein Anhörungsrecht für die kommunalen Spitzenverbände. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass Priorisierungen festgelegt werden, wichtige Infrastrukturen vorgegeben werden sollen, dann werden zukünftig die kommunalen Spitzenverbände dort viel enger mit einbezogen und haben ein Anhörungsrecht. Und ein Thema, was hier in dem Anwendungsbereich leider auch noch so drin ist, ist eben, es gibt Stand jetzt in diesem Referentenentwurf keine Vorschrift oder Vorgabe, dass ich wirklich End-to-End-Prozesse, also wirklich medienbruchfrei einen Prozess vom Antrag bis ins Fachverfahren umsetzen muss. Das ist schade, weil wir glauben, dass nur da drin eigentlich die Zukunft auch für die Digitalisierung und die Mehrwerte und die Effizienz auch in der Verwaltung liegen kann. Wir haben, sage ich gleich auch noch was zu, es gab ja Stellungnahmenfristen, haben auch Stellung dazu bezogen mit Verbänden. Und das ist auch ein Thema, wozu natürlich dann auch unter anderem deutliche, in Stellungnahmen deutliche Kritik an diesem Gesetzesentwurf von den einzelnen Verbänden dann getätigt worden ist. Der Paragraph 2, da geht es eigentlich hauptsächlich um Begriffsdefinition. Ja, da ist nochmal ganz klar, weil das hat man gemerkt in den letzten, Monaten, Wochen, dass irgendwie nicht so ganz klar, was ist eigentlich ein Antragsassistent, was ist ein Verfahren, was ist ein Fachverfahren und. Das wird ein Stück weit in dem Paragraph 2 dann definiert, was sind Antragsassistenten, was sind IT-Verfahren. Dann nochmal hier, auch der Bund kann, wie gesagt, nicht nur diese Infrastrukturkomponenten vorgeben, sondern eben auch Verfahren, die kann er vorgeben. Das, was ich eben schon mal gesagt habe. Was auch ganz interessant ist, der ganze Bereich Nutzerkonten und Postfach, da kommt gleich der Paragraph 3 nochmal dazu, aber hier wurde jetzt das Thema Nutzerkonto, was bisher ja ein reiner Authentifizierungs- und Identifizierungsdienst war, erweitert um die Kommunikationskomponente, nämlich das Postfach. Das wurde dort drin auch nochmal aufgenommen. Naja, und neben dem Thema Servicekonten, was bisher eigentlich nur in dem Gesetzesentwurf drin stand für natürliche Personen, geht es jetzt auch darum, dass man das Unternehmens- und das Organisationskonto, also das ist quasi eine Lösung, Unternehmens-Organisationskonto, dann auch mit aufgenommen wurde in die Begriffsbestimmung. Und damit können wir zum Paragraph 3 schon rüberschwenken, weil dort ist dann ganz klar geregelt, es soll zukünftig nur noch ein zentrales Bürgerkonto geben und das ist die Bund-ID, also die zentral vom Bund bereitgestellte Komponente. Sie werden alle mittlerweile mitbekommen haben, auch das Land NRW hat sich ja vor einigen Wochen auch über eine Pressemeldung über die Ministerin letzten Endes auch festgelegt, dass NRW die Weiterentwicklung des Servicekonto NRW nicht mehr fortführen wird, sondern auch perspektivisch auf die Bund-ID wechselt, mit einer Übergangsfrist natürlich, aber das ist auch schon der Schritt in diese Richtung. Es steht auch ganz klar drin, dass letzten Endes landeseigene Bürgerkonten zukünftig im Portalverbund
nicht mehr zugelassen sind, sondern nur noch das Bürgerkonto Bund. Und dieses dann angereichert über die Kommunikationsfachfunktionalität. Also sprich, ich kann auch wirklich kommunizieren. Die Kommunikation ist, wie auch heute bei uns in der Lösung bereits, komplett vorgangsbezogen. Es sollen aber perspektivisch darüber Anträge auch weiter bearbeitet, geändert, gelöscht und werden können. Und, das ist ganz interessant, das ist so ein bisschen der erste Schritt in diesem Weg, was wir schon auch seit, ja, ich sage eigentlich mal seit Jahren, ja, uns irgendwie so ein bisschen schon mit beschäftigen und auf die Agenda gesetzt haben, nämlich das Thema proaktive Verwaltung. Es ist nämlich auch vorgesehen, dass Verwaltungen proaktiv Kontakt aufnehmen können mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Wirtschaft im Rahmen der Antragsverfahren. Und was man auch gemerkt hat, jetzt wo die ersten EFA-Dienste dann doch auch rausgegangen sind oder auch die OZG-Dienste hier in NRW, die Problematik ist immer, naja, wer supportet es hinterher? Das heißt, wo läuft ein Nutzer auf, eine Nutzende auf, wenn es hinterher um Probleme geht, wenn es um Fragen geht? Und dazu soll zukünftig ein zentrales Beratungsangebot über die für Antragstellende über die D115 als zentrale Hotline dann angeboten werden. Ich glaube, das ist auch gut, dass es dort zentrale Ansprechpartner gibt. Ob das hinter die D115 wirklich alles bewältigen kann, müssen wir schauen. Auch da sind wir aber auch mit dem Land auch schon in der Kommunikation. Dann gibt es Paragraph 4, 5 und 6. Da gibt es aus unserer Sicht eigentlich gar keine wirklich wesentlichen Änderungen, die dort drin aufgenommen worden sind, sodass wir da relativ schnell drüber hinweggehen können. Wir haben dann den Paragraph 7 und der ist neu. Beziehungsweise den Paragraph 7 gab es vorher auch schon. Er hat sich dort aber um das Thema führende Stelle oder zuständige Stelle für Nutzerkonten beschäftigt. Dadurch, dass das aber nun obsolet ist, durch die Regelung des Paragraphen 3, dass es nur noch ein einziges zentrales Benutzerkonto geben wird, nämlich Bund, braucht man diese, ja, ich sag mal, Zuständigkeit nicht mehr regeln. Deswegen hat man diesen Paragraphen genommen und aus meiner Sicht ein sehr gutes und wichtiges Thema dafür mit reingenommen, nämlich das Thema Nutzerfreundlichkeit, Nutzerzentrierung und Barrierefreiheit. Das heißt, hier wird jetzt viel, viel mehr und stärker verankert, auch in dem Gesetz, dass die Thematik im OZG umzusetzen und zu betrachten ist. Und das wirklich so weit, dass man sagt, man will eigentlich vorgeben, dass in einem Entwicklungsprozess zukünftig auch Verbände und vor allen Dingen auch Menschen mit Behinderungen einbezogen werden sollen, um das möglichst barrierefrei auch abzubilden. Wie gesagt, das Thema Nutzerfreundlichkeit oben nochmal drauf. Bis dahin, dass es auch ein Klagerecht für Verbände geben soll, wenn solche Leistungen, solche Präsentationen, also auch Portalthemen, eben nicht barrierefrei umgesetzt worden sind. Und ich glaube, das ist ein ganz guter und wichtiger Grund und auch wirklich Weg. Und wir greifen das an vielen Stellen gerade auch schon auf, vor allem das Thema Nutzerfreundlichkeit. Und ich glaube, das hat ganz viel Nachholbedarf, weil diese einzelnen EFA-Dienste, diese Insellösung, da kommen wir gleich nochmal zu, sind aus meiner Sicht nicht wirklich nutzerfreundlich. Deswegen finde ich gut, dass das Thema hier aufgenommen worden ist. Der Paragraph 8 regelt dann Rechtsgrundlagen zur Datenverarbeitung der Nutzerkonten und zu Identifizierungszwecken. Denn wir haben auch in der Vergangenheit jetzt schon relativ oft die Diskussion gehabt, naja, wo darf eigentlich welches Datum vorgehalten werden, weiterverarbeitet werden, an wen darf es weitergegeben werden? Das sind alles Themen, die wurden hier drin jetzt nochmal definiert. Auch durch das Organisationskonto kommen neue Felder, neue Informationen, die übertragen werden müssen. Und dort wird geregelt, welche Felder sind das, was darf alles übertragen werden, was sind für Adressierung der Meldebehörden dann auch notwendige Felder und, und. Es ist auch vorgesehen, dass auf quasi Zutun, also Veranlassung des Nutzenden, die Möglichkeit besteht, zukünftig auch Daten der Finanzbehörde zu übertragen. Also sprich die Steuer-ID beispielsweise. In manchen Vorgängen muss man die ja auch haben, dient aber auch zur Identifizierung. Also das kann derjenige als Nutzer selber auch dann hinterher zukünftig steuern, will er zum Beispiel Steuer-ID mit übergeben oder nicht. Ja, und Regelung, das habe ich aber gerade gesagt, Datenverarbeitung, Datenhaltung und Datennutzung. Es ist zum Beispiel drin vorgesehen, was bisher auch nicht so richtig geregelt worden ist, dass quasi zwischengespeicherte Daten nach spätestens 30 Tagen dann auch zu löschen sind. Vor dem Löschen muss es dann nochmal eine Vorabinformation geben. Man kann natürlich davon abweichen, wenn es besondere Gründe gibt, weil zum Beispiel so ein Bearbeitungsprozess viel länger dauert. Aber generell wurde jetzt hier auch eine Regelung festgelegt, Daten nach 30 Tagen zu löschen.
Sag mal, das ist was, was wir bei uns im Portal ja auch schon eine lange Zeit anbieten, nämlich mit den Löschfristen. Und darüber können Sie solche Themen dann zukünftig auch steuern. Paragraph 9 hat aus unserer Sicht ebenfalls keine wesentlichen Änderungen, der generelle. Neu dazugekommen ist der Paragraph 9a, der quasi die Grundsätze für elektronische Abwicklung im Kontext Schriftformerfordernis und Nutzerkonten regelt. Das Ziel, und auch dazu haben wir Stellung bezogen, generell zukünftig die Schriftformerfordernis abzubauen, ist ein bisschen schwierig, hat der Bund, wir haben da auch auf Veranstaltungen, auch beim Planungsratskongress drüber gesprochen, auch dargestellt, auch teilweise nachvollziehbar, man kann im Moment keine generalisierte Regelung zu dieser Schriftformerfordernis setzen, weil man muss in der Tat auch immer in den Einzelfall reinschauen. Aber, und das steht auch so im Gesetz drin, auch in der Begründung, es ist schon das Bewusstsein da, dass es immer weiter abgebaut werden muss. Und es wird vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, Regelungen getroffen, wie denn die Schriftformersatz aussehen kann. Und das ist halt über die zukünftigen Authentifizierungsmethoden, quasi Nutzerkonto Bund und für Unternehmen dann auch das Unternehmenskonto mittels Elster möglich. Das heißt, es steht auch im Gesetz wirklich drin, welche Authentifizierungs- und Identifizierungsmethoden vorgesehen sind. Und das ist halt bei den Bürgerkonten die E-ID, also der Personalausweis, der elektronische, und im Kontext Unternehmenskonto das Elster-Zertifikat. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die im Moment dann vorgesehen sind zur Authentifizierung, Identifizierung, also auch gleichwertend Schriftformersatz. Weitere Identifizierungsmittel sind ausgeschlossen, steht so wortwörtlich auch in diesem Paragraphen drin. Und dann ist dort drin noch ein bisschen was geregelt zum Selbstschutz, weil ich damit ja auf einmal dann auch wirklich unterschreibe, wenn ich mit dem Ausweis beispielsweise einen Prozess durchführe, dass man als Selbstschutz, bevor dann Antragstellende ihren Antrag abschicken, auch nochmal wirklich darauf hinweisen muss, das nochmal bestätigen muss, dass einem bewusst ist, dass ich hiermit quasi auch eine Unterschrift, eine Signatur abgebe und, und. Das sind so die Themen, die sind in diesem 9a neu geregelt worden. Dann gibt es den Paragraphen 10, Datenschutzcockpit. Da geht es hinterher darum, dass man bei dem Nutzerkonto auch im Kontext Once Only ja definieren können soll selber, welche Daten gehen an wen weiter. Ich kann das nachvollziehen und, und. Dort gibt es aber gar keine wesentlichen Änderungen drin. Von daher gehen wir da gar nicht so sehr drauf ein. Auch die Übergangsregelungen dazu wurden nicht großartig geändert. Das heißt, über die zwei Paragraphen können wir an der Stelle auch erstmal weiter wegsehen. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Paragraphen, nämlich einmal eine Evaluierungsklausel. Das heißt, der Gesetzesentwurf sieht halt auch vor, dass mit beginnend der Inkrafttretung des Gesetzes eine kontinuierliche Evaluierung der Ergebnisse und des Gesetzes erfolgen soll. Das ist festgeschrieben, soll dann auch auf Planungsratebene immer vorgetragen werden, regelmäßig. Und die Ergebnisse dazu sollen letzten Endes dann auch veröffentlicht werden, um daraus dann Schlüsse ziehen zu können. Der Paragraph 13 ist dazugekommen, weil er bildet die Übergangsregelung zum Paragraphen 3. Der Paragraph 3, nochmal zur Erinnerung, ist das Thema einheitliche Bürgerkonto über Bürger, nein, über Bund-ID. Und hier wird dann geregelt, dass es eine Übergangsfrist gibt nach Inkrafttretung von 2 Jahren, bis quasi die bestehenden Konten, also Servicekonten, NRW, andere Landeskonten abgelöst werden müssen in Richtung Bund-ID. 2 Jahre hat man hierfür Zeit. Was natürlich total interessant ist und nicht Inhalt dieses Gesetzes, aber auch nicht Inhalt irgendwo von anderen Aussagen im Moment, ist das ganze Thema der Regelung der Finanzierung. Das heißt, es ist Stand heute nirgendwo definiert, diese Maßnahmen, wie werden die finanziert? Zentral wieder vom Bund über die Länder, müssen die Kommunen zum Teil selber bezahlen. Das heißt, dieses ganze Thema ist im Moment nicht vorgesehen. Wir haben auch im Rahmen von Anhörungen, wissen wir auch, dass man gesagt hat, die haben bewusst das rausgenommen, weil das Thema Finanzierung eine sehr politische Diskussion ist, die auf anderer Ebene geführt werden soll und diesen gesamten Werdegang des Gesetzes eben nicht behindern soll. Man kann aber davon ausgehen, also man muss ja mal schauen, wie ist denn das OZG bisher überhaupt finanziert worden? Da gab es Konjunkturpakete, da gab es finanzierte Mittel und, und. Vor allen Dingen aber auch über das Thema Corona-Hilfen ist ja nochmal einiges an Budget an Mittel auch in das Thema OZG geflossen. Das ist weg und man kann davon ausgehen, es wird sicherlich Finanzierungsmittel geben, aber deutlich geringer, also in deutlich geringerer Höhe. Da reden wir wahrscheinlich dann
nur noch über dreistellige Millionenbereiche, ist nicht wenig, aber für die ganze Republik, wenn man mal schaut, dass man vorher über mehrere Milliarden gesprochen hat, ist das doch eine deutliche Reduzierung. Und da muss man einfach schauen, wie denn dort auch die Idee und der Plan ist und welche Mittel dort an unterschiedlichen Stellen denn hinterher auch benutzt werden können. Wir waren vor Ostern noch beim Land in der CIO-Stabstelle und haben beispielsweise auch dort über so Themen gesprochen, auch über Finanzierungsthemen. Auch dort ist der Plan, man baut gerade nochmal ein Strategiepapier zur Digitalisierung, was dann auch für NRW gelten soll. Und dort ist zumindest schon mal auch die weitere Finanzierung von Themen auch für die kommunalen Bereiche vorgesehen. Inwieweit das hinterher aber wirklich verabschiedet wird und über Summen haben wir dort gar nicht reden können. Aber man beschäftigt sich auch beim Land NRW mit diesem Thema und auch mit dem Thema der Finanzierung. Das vielleicht nochmal so als kleinen Ausblick dazu. Wo stehen wir dann jetzt beim OZG? Ja, eben schon mal gesagt, der Referentenentwurf liegt aus Januar 2023 vor. Danach wurden die Verbände aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben. Und die Verbände haben das auch getan und das reichlich. Ich habe Ihnen jetzt mal bei YouTube, wird man jetzt sagen, in die Kommentare unten was eingeblendet. Hier habe ich es Ihnen jetzt mal einfach auf die Folien draufgeschrieben. Also schauen Sie gerne drauf. Einmal den Link zum OZG-Veränderungsgesetz, zu dem Referentenentwurf, aber auch einmal zu dem Link, wo Sie sämtliche Stellungnahmen der Verbände sehen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Liste. Das fängt natürlich an über Vitaco und Databund, geht hin auch wirklich bis Verbänden für Menschen mit Behinderungen und. Also es ist mal ganz spannend zu sehen, wer sich denn dort alles auch mit beschäftigt. Und es sind zahlreiche Stellungnahmen eingegangen. Die Vitaco hat letzten Endes unter anderem als ein quasi Verband auch die Möglichkeit bekommen, wie andere Verbände aber auch, beim BMI dann auch direkt vorzusprechen. Diese Gespräche sind alle auch schon gelaufen. Wir als Regio-IT bzw. zukünftige NextGov-IT, also sprich das Tochterunternehmen Regio-IT und SIT, was sich ja sehr fokussiert mit dem ganzen Thema Portale, OZG, EVA und Co. dann auch beschäftigen wird, haben uns auch an diesen Stellungnahmen beteiligt. Ich habe eben schon mal bei zwei, drei Themen was gesagt. Wir haben beispielsweise auch Input gegeben zu dem Thema End-to-End-Digitalisierung, dass das aus unserer Sicht ganz wichtig ist, mit zu betrachten. Zu den zentralen Komponenten haben wir einiges gesagt. Zum Thema Schriftformerfordernis haben wir einiges gesagt. Also haben unseren Beitrag auch mit reingegeben. Auch diese Themen sind da angenommen worden. Und ich weiß, dass beispielsweise bei dem Thema End-to-End-Prozesse, weil es quasi Herr Bürger als Abteilungsleiter aus dem BMI auch auf dem Planungsratskongress vorgetragen hat, sowas wie End-to-End, ja quasi Digitalisierung, doch jetzt ein bisschen intensiver betrachtet und auch nochmal ein bisschen verbindlicher in diesen Gesetzentwurf dann reingenommen werden soll. Andere Themen sind trotzdem nicht so sehr betrachtet worden, aber es gibt halt, wie gesagt, den einen oder anderen Punkt, der aufgrund der ganzen Stellungnahmen dann doch nochmal intensiver betrachtet wurde und dann auch nochmal jetzt in den Entwurf aufgenommen wurde. Wie ist der Plan für die weitere Abfolge? Und da ist jetzt für mich ganz wichtig, da dürfen Sie uns vor allen Dingen nicht drauf festnageln, sondern das sind quasi geplante Zeiten, die wir jetzt auch einmal so aus dem BMI mitgekriegt haben, nämlich es soll heute genau in zwei Wochen die erste Befassung im Bundeskabinett damit passieren. Also letzten Endes, das, was Sie hier sehen, ist ja der Pfad, der Weg eines Gesetzes hinterher. Und in dieser Befassung im Bundeskabinett soll quasi die finale Abstimmung des Entwurfs zwischen dem BMI und der Bundesregierung erfolgen. Dann ist geplant, dass wir vor der Sommerpause noch die erste Lesung im Bundesrat haben. Nach der Sommerpause soll die erste Anhörung im Innenausschuss und gegebenenfalls schon auch eine zweite Anhörung dann im Digitalisierungsausschuss, im Digitalausschuss erfolgen. Und dann, die Idee stand heute, im dritten Quartal noch eine zweite und dritte Beratung im Bundestag dann durchzuführen, sodass man danach den Gesetzgebungsvorgang soweit abgeschlossen hat. Ziel ist, habe ich eben schon mal gesagt, Inkraftsetzung ist der 1.1.24 als Ziel. Allerdings muss man halt schauen, passt das hier von dieser Timeline? Weil wenn es dort Verzögerungen gibt, wird sich auch zwangsläufig das Inkrafttreten hinterher verzögern. Denn es ist vorgeschrieben, ein solches Gesetz muss veröffentlicht werden als Gesetzesveröffentlichung. Und vor Inkrafttreten muss diese Veröffentlichung ein Quartal vorher erfolgen. Das heißt, es muss quasi zum Ende September die Veröffentlichung hinterher erfolgen, damit zum Inkrafttreten zum 1.1.24 das Ganze dann auch funktioniert. Was dann auch noch interessant ist, gibt es zumindest im Rahmen der Koalitionsfraktionen im Bundestag die Diskussion, ob es einen Rechtsanspruch auf Digitalisierung geben soll zukünftig. Also sprich wirklich auch ein
einklagbares Recht. Da muss man immer noch gucken, wenn sowas wirklich kommt, wer ist denn dann derjenige, der verklagt werden kann? Also das steht im Moment noch nicht fest, sondern das sind Diskussionen, Ideen. Wollte sie aber mal mit reinbringen, damit Sie einfach mal sehen, man beschäftigt sich also sehr intensiv damit und das Thema Digitalisierung wird auch über solche Ansätze wirklich immer mehr dann auch kommen beziehungsweise auch verbindlich eingefordert werden. Und jetzt haben Sie eben meine Folie gesehen, wo ich so ein bisschen die These aufgestellt habe, ist das OZG gescheitert. Ich glaube, man kann es vor allen Dingen daran festmachen, wie sieht es mit den Diensten aus. Also haben wir die Anzahl an Diensten, haben wir nicht. Von daher muss man hinterher sagen, wie gehen wir jetzt weiter damit um. Dann haben Sie gerade die Änderungen gesehen, die beschäftigen sich ja auch nicht wirklich fokussiert mit dem Dienst, sondern eher mit Rahmenparametern drumherum. Dann haben wir auch als zukünftige NextGov-IT für uns auch schon mal überlegt, was sind so eigentlich für uns unsere Schwerpunktthemen, unsere Big Points für die nächsten Monate, nächstes Jahr auch noch. Da haben wir gesagt, wir wollen uns wirklich ganz stark auf das Thema Dienste fokussieren. Weil ich glaube, mit unserer Plattform, egal welches jetzt gerade ist, ob es Kommunalportal ist, Serviceportal ist, ob es das Citgo-Portal ist, dann zukünftig auch, haben wir schon Plattformen, mit denen man wirklich sehr gut aufgestellt ist. Wir haben Basisdienste angeboten, wir haben auch erste Dienste drauf, gar keine Frage. Und auch diese Dienste wachsen gerade. Aber ich glaube, wir müssen dort auch wirklich Fahrt aufnehmen und müssen schauen, wie kriegen wir weitere Dienste dort drauf. Und da würde ich, und das ist auch so ein bisschen mein Appell, nicht darauf warten, dass da jetzt was kommt. Das haben wir beim OZG ja auch getan und das hat uns ganz schwierig eingeholt zum Schluss. Und ich hatte eben schon mal davon gesprochen, Kommunalpakt, Fokusdienste. Der Bund hat auch schon erste Fokusdienste, 16 Stück sind es, definiert. Aber das sind vor allen Dingen Dienste der Bundesebene. Das heißt, das sind auch überhaupt nicht unbedingt Dienste, die werden hier und da dann auch kommunal dann ausgeführt. Aber trotzdem ist der Fokus dort erstmal auf Bundesthemen. Deswegen ist unsere Idee oder unsere Überlegung, wie kriegen wir es denn hin, für alle Sie, für Ihre Kommunen, für Ihre Verwaltungen weitere Dienste auch umzusetzen. Und da haben wir uns ein paar Ideen dann zugemacht oder ein paar Gedanken zugemacht. Das erste ist, EFA-Dienste in die Plattform reinzubringen. Wir haben auch eben gesehen, Paragraph 7, OZG-Veränderungsgesetz, beschäftigt sich auch mit der Nutzerzufriedenheit. Und ich glaube, Nutzerzufriedenheit ist nicht bei einem EFA-Dienst, wenn ich einen Dienst dann aus meinem Portal starte, nur als Link, muss mich auf einmal zweimal anmelden, weil ich mich im Portal angemeldet habe, muss mich im Dienst wahrscheinlich im Moment noch mit einem anderen Nutzerkonto anmelden, weil noch nicht überall die Bundes-ID hinterher ist. Der Dienst sieht anders aus, der funktioniert anders und, und. Deswegen ist unsere Idee, und da sind wir gerade ganz intensiv bei, dass wir uns auch mit den Herstellern der EFA-Dienste austauschen und diese tiefer in die Plattform reinholen und das am liebsten über die Extension-API, was ja in unseren Lösungen mittlerweile wirklich die, sagen wir mal, standardisierte und offene Schnittstellenfläche ist. Und wir wollen Diensteinitiativen starten. Und was wir uns darunter vorstellen, das möchte ich jetzt einmal kurz darstellen, nämlich, dass wir gemeinsam und das vielleicht regional bezogen, aber auch gerne mit mehreren überregional zusammen, uns hinsetzen und sagen, was sind denn wirklich jetzt so unsere Top, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Dienste regionalmäßig vielleicht und sagen dann in der Anwender-Community und diese Dienste nehmen wir uns jetzt vor, aber die wollen wir vom Antrag bis ins Fachverfahren betrachten und umsetzen, also wirklich End-to-End. Jetzt haben wir das Glück, dass wir als Regio-IT und zukünftig NextGov-IT wirklich einen ganz, ganz engen Draht auch zum Databund haben, der als Verband ja der, ich sag mal, Hersteller öffentlicher Software unterwegs ist, die selber aber nicht öffentlich sind, also privatrechtliche Unternehmen, und haben dort auch wirklich einen sehr guten Draht und ein sehr gutes Netzwerk zu den oder zu vielen, den meisten Fachverfahrensherstellern. Und die haben auch ein großes Interesse daran, sich zu öffnen und Anbindungen vorzunehmen. Und deswegen glaube ich, können wir es schon schaffen, dass wir auch wirklich bei einer Großzahl an Diensten diese End-to-End-Abbildung hinbekommen. Und unsere Idee ist wirklich zu sagen, wir starten jetzt auch im Juni schon. Wir haben das mal bei der, hier in der Region Aachen gibt es einen virtuellen CIO, der setzt sich zusammen aus Kommunen in Aachen, der Städteregion Aachen, der Stadt Aachen. Dort haben wir die Idee gemeinsam mal besprochen und diskutiert und wollen jetzt Mitte Juni dort auch anfangen und sagen, wir haben dort mal die Möglichkeit, mit Diensten zu arbeiten, mal zu gucken, welche Dienste wären so Top-Dienste, um die dann hinterher mal umzusetzen und dann im Rahmen einer Transferleistung dann auch wirklich weiteren anzubieten. Ich bin nächste Woche im Bereich OWL unterwegs, da besprechen und diskutieren wir solche Ansätze auch. Das machen wir jetzt gerade auch in anderen Regionen. Und da ist einfach die Idee zu sagen, man könnte ja sagen, kreisweit solche Anwender-Community
Diensteinitiativen zu starten. Da muss man sich sicherlich über Finanzierung austauschen, das ist ganz klar und ganz richtig. Aber wenn dort jeder etwas mit in den Topf schmeißt und wir das hinterher verteilen und dann noch über quasi dann auch da profitiert Themen drüber reden können, dann hat da jeder was von. Und das ist wirklich, glaube ich, eine Initiative, die wir jetzt angehen, die bis jetzt zumindest bei all denen, mit denen wir darüber gesprochen haben, wirklich sehr positiv angekommen ist. Weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auf Grundlage dessen, was wir geschafft haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, aufzusetzen und diese Dienste wirklich zu produzieren, muss man so zu nennen. Das ist so unsere oder eine unserer Ideen neben dem. Und an der Stelle haben wir heute mal eine kleine Umfrage hier auch in unserem iTalk vorbereitet. Und die wollen wir jetzt einmal stellen. Und die würde meine Kollegin jetzt auch einmal einblenden. Und dort fragen wir einmal, wie Sie es hier sehen, finden Sie die Durchführung von solchen regionalen und End-to-End-Diensteprojekten sinnvoll? Und vor allen Dingen ein zweites, haben Sie Interesse daran mitzuwirken? Das ist natürlich für uns total spannend, weil dann kommen wir auch sehr gerne natürlich auf Sie zu und würden Sie mit einbinden. Weil hier geht es natürlich wieder, und das ist uns ganz wichtig, darum, wir wollen uns nicht selber die Dienste ausdenken. Wir wollen nicht selber sagen, das und das sind die Dienste, die am meisten genutzt und gefordert werden müssen, sondern da brauchen wir Sie für. Weil Sie haben das Know-how von den Diensten. Sie wissen, welche Dienste werden am meisten auch von Ihnen genutzt. Und das ist letzten Endes das, was wir hier abfragen wollen und wofür ich Sie quasi hier ermutigen möchte, an dieser Umfrage teilzunehmen. Das tun Sie gerade schon ganz, ganz fleißig. Jetzt haben schon knapp 50% teilgenommen. Jetzt sind wir schon über die 50%. Also von daher geben Sie uns gerne dort Ihr Feedback. Und ich darf Ihnen schon mal vorwegnehmen, dass wir über 90% auch schon die Rückmeldung haben, dass die Durchführung von diesen Projekten sehr, sehr sinnvoll ist und wir auch eine sehr, sehr hohe Anzahl an Votings haben, die auch gerne an solchen Projekten mit teilnehmen würden. Wunderbar. Also erstmal dafür schon mal vielen Dank, dass Sie uns hier das Feedback auch gegeben haben. Wie gesagt, für diejenigen, die noch abstimmen wollen, ist jetzt noch der letzte Moment. Danach beenden wir die Umfrage und gehen dann auch schon mal einen Schritt im Hintergrund bei mir weiter. Ja, Anbindung und Umsetzung von EFA-Diensten. Da habe ich eben letzten Endes vor zwei Folien dann auch schon was zugesagt. Und hier geht es wirklich darum, dass wir sagen, wie können wir jetzt in den Austausch, in den Dialog kommen, um mit weiteren Anbietern von EFA-Diensten uns abzustimmen, um eine tiefere Integration in unser Portal-Ökosystem über die Extension API beispielsweise hinzubekommen. Wir sind im aktiven Austausch gerade zu den Themen Einbürgerung und Aufenthaltstitel mit auch wirklich DNRW, mit der AKDB. Zu dem Thema, gerade Einbürgerung und Aufenthaltstitel, machen wir heute um 14 Uhr übrigens auch nochmal einen iTalk. Deswegen habe ich es hier hingeschrieben. Und meine Kolleginnen, die werden jetzt gleich in den Chat auch nochmal letzten Endes den Anmeldelink für kurz entschlossen. Sollten Sie noch Interesse haben, noch nicht angemeldet sein bei dem iTalk-Dialog, lohnt sich, schauen Sie mit rein. Meine Kollegin Frau Borchert und der Kollege Gerrit Weber werden durch die Veranstaltung leiten mit DNRW zusammen und auch darstellen, wie können Sie jetzt beispielsweise schon an das Thema Einbürgerung kommen, wie kann das jetzt eingebunden werden und. Ist der erste Weg in die Richtung, dass wir uns da dann diese Themen annehmen können. Wir machen das Ganze auch mit der Ecom 21 gerade, dass wir mit denen im Gespräch sind, haben erste, ich sag mal, Ansätze mit weiteren Herstellern auch, wo wir reden werden, sodass wir hoffentlich dann die ein oder anderen EFA-Dienste wirklich viel tiefer auch im Sinne der Nutzer dann integrieren. Dann haben wir selber das Glück, wir durften ja auch schon in den letzten Jahren bei EFA-Diensten mitentwickeln oder die umsetzen. Und wir haben mittlerweile, weil das war nicht klar zum Ende letzten Jahres, da haben wir, ich sag mal, Projekte erstmal eingefroren, in den Kühlschrank oder in die Kühltruhe gelegt, um zu gucken, gibt es eigentlich weitere Mittel und wie gehen diese Projekte weiter. Die durften wir jetzt mit und mit dann auftauen, haben jetzt aber auch vom Bund die Rückmeldung bekommen, zum Beispiel zu dem Thema Untersuchungsberechtigungsschein, was als EFA-Projekt gerade bei uns umgesetzt wird, dass wir das weiter durchführen können. Da haben wir die Aktivitäten auch wieder aufgenommen und sind wirklich schon fast auf der Zielgeraden. Das heißt, auch dazu werden wir irgendwann nochmal eine Informationsveranstaltung machen für Sie zur Nachnutzung und stehen da auch wirklich kurz vor den ersten Pilot-Rollouts. Gestern hatten wir noch einen Termin, da ging es um das Thema Ehrenamtskarte. Wir haben ja im letzten Jahr mit der Staatskanzlei NRW zusammen und den Kollegen aus Lemgo und dem KDN für
Nordrhein-Westfalen den OZG-Prozess Ehrenamtskarten-App umgesetzt, der wirklich sehr gut angenommen wird. Auch da kann ich nochmal werben, sollten Sie das in Ihrer Kommune bis heute noch nicht in Anspruch nehmen, wird komplett von der Staatskanzlei finanziert. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 200 Kommunen, die den Prozess auch nutzen und im fünfstelligen Bereich mittlerweile auch Anträge für Ehrenamtskarten. Und gestern hatten wir einen Termin, weil aus diesem NRW-Projekt nun auch ein EFA-Projekt, also ein bundesweites Projekt werden wird. Da dürfen wir mit tätig sein und die Entwicklung umsetzen. Auch das wird weiter ausgebaut. Über das Thema NextGov-IT, also Kollegen von SIT, Kolleginnen und Kollegen, die haben auch das Go bekommen für weitere Umsetzungen von den Themen Wildursprung und Artenschutz als EFA-Projekt. Und auch die werden so umgesetzt, dass sie dann natürlich in dem Ökosystem der Portale dann lauffähig sind. Und unten ist kein EFA-Thema, aber ein Thema, was vom Land NRW gefördert und mit umgesetzt worden, nämlich im Kontext der digitalen Modellregion. Das sind jetzt zwei Beispiele hier aus Aachen, wo wir mit Stadt Aachen zwei Projekte an den Start gebracht haben, nämlich einmal das Thema Engagement direkt. Da geht es eigentlich darum, dass man ja eine Art Marktplatz für ehrenamtliche Tätigkeiten, für ehrenamtliches Engagement aufgebaut hat. Hier können Sie quasi, wenn Sie sagen, ich habe Kapazitäten, würde gerne mich ehrenamtlich betätigen, habe aber noch keine richtige Idee, wo oder auf der anderen Perspektive. Sie sind ein Verein, ein Unternehmen, wer auch immer und suchen Ehrenamtliche, die für Sie tätig werden oder in ja wirklich Vereinen, dann können Sie dort auch anbieten bzw. sagen, hey, ich suche. Und da bringen wir quasi Angebot und Nachfrage zusammen. Auch das wird NRW-weit von der Staatskanzlei NRW finanziert. Bildungsportal haben wir jetzt erst Anfang April online schalten dürfen, gemeinsam auch mit der Stadt Aachen, VHS und weiteren Projektteilnehmenden. Da geht es darum, dass wir das Thema Bildungsangebot wirklich vor allen Dingen über eine Metaebene Suche mit unterschiedlichsten Themen zusammengebracht haben. Wie gesagt, hier sind die Links, gucken Sie gerne mal drauf. Und auch da, sollten Sie Interesse daran haben, kommen Sie gerne auf uns zu, weil dann können wir auch gemeinsam mit DNRW die Themen für Sie letzten Endes an den Start bringen und aufbauen. Genau, Kollege Ello Mari, ich sehe das gerade mit einem Auge. Wir haben Ehrenamtskarte bei 221 Kommunen im Moment, die das dann schon aktiv einsetzen. Danke, Daud, für die Information. Ja, und auch das quasi im Kontext Synergien, Dienstinitiativen und. Portalzusammenschluss, Regio-IT und SIT. Auch daraus ergeben sich natürlich für Dienste Mehrwerte. Zum Beispiel nämlich durch den Einsatz der Extension API haben wir Lösungen, die wir direkt untereinander dann auch austauschen können. Zum Beispiel bringen die Kolleginnen und Kollegen der SIT ein Thema mit, Citgo Auto nennt sich das heute noch. Es ist eigentlich so eine Art generisches Antragsverfahren im Hintergrund. Also sprich, wenn vorne Anträge reinkommen und Sie haben diese klassische Schatten-IT für so Themen wie Reitkennzeichen, das agiert damit, wie Jagdschein, Wildursprung läuft, glaube ich, auch damit und, Fischereischein. Dann ist dieses Citgo Auto ein Tool, mit dem Sie das hinten im Sinne eines kleinen Fachverfahrens abarbeiten können. Mit Anbindungen an Evo, mit Anbindungen an Kassensysteme und. Sehr relativ einfach zu bedienen und auch einzuführen. Zum Beispiel auch mit dem Themenkomplex Reitkennzeichen, was als OZG-Prozess umgesetzt worden ist, was also für die NRW-weite Nachnutzung dann auch möglich ist und. Wir sind gerade dabei, das ganze Thema zu sondieren, werden auch generell zu dem Thema NextGov-IT, Synergien und was kommt da jetzt noch letzten Endes auch wirklich an Mehrwerte auf Sie zu, werden wir auch nochmal gesondert informieren. Wir haben aber mittlerweile dann auch über die Möglichkeit Extension API wirklich externe Partner gewinnen können. Das ist jetzt nur mal ganz kurz hier so ein Austausch auch mit dem Thema, die auch sich schon angebunden haben gegen Extension API, auch im Kontext ja, Portale mit SIT, mit Regio-IT, nämlich Traukalender von der Firma ITX. Da geht es darum, dass Sie Ihre Trautermine online dann buchen können und das ist auch in das Ökosystem über die Anbindung des Extension API eingebunden. Wir haben den CIS-Geo-Shop, wo Sie Geo-Themen online dann auch bestellen, kaufen können. Und wir sind gerade mit weiteren Herstellern auch im Gespräch und auch direkt schon in aktuellen Anbindungen, die sich gegen die Extension API letzten Endes dann connecten und damit das Portfolio und das Ökosystem immer größer machen und für Sie die Dienste umsetzen und an den Start. Dann habe ich abschließend noch ein Thema mitgebracht, weil wir auch gesagt haben, in dem Kontext Formularserver, Formularserver-Anbindungen haben wir heute ja sehr
fokussiert uns immer mit dem Thema Form Solutions auseinandergesetzt. Wir wollen uns dort aber auch breiter aufstellen und haben vor allen Dingen mit dem Thema Form Cycle von der Firma Xima jetzt auch, glaube ich, einen guten zusätzlichen Partner gewinnen können. Wir haben einen Kooperationsvertrag beidseitig gezeichnet. Das ist der aktuelle Stand. Die Firma Xima, also Hersteller von Form Cycle, die entwickelt gerade die Anbindung an unser Portal mit der Extension API, sodass wir letzten Endes auch dort wieder die Ökosystem-Thematik haben. Wir beziehen das dann von der Firma FormCycle vor allen Dingen als SaaS-Lösung, also im Sinne von aus der Cloud. Und wir werden auch dazu nochmal einen eigenen iTalk machen, gesondert zum Thema FormCycle. Den planen wir gerade, dass Sie auch nochmal sehen, was kann das System, was ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen anderen Formularserver-Lösungen und sind dann auch in der Lage, Ihnen über uns hierzu entsprechende Angebote zu machen und Ihnen dann neben Form Solutions oder auch IntelliForm, die Kunden hier aus unserem Gebiet Raum Siegburg, die kennen auch IntelliForm als Lösung, die wir auch angebunden haben, haben wir dann auch weitere Möglichkeiten und Lösungen, die wir Ihnen in dem Kontext Formularserver dann auch anbieten. Ja, das ist nochmal mein Kontakt, wenn Sie direkt zu mir Kontakt suchen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal mit den Folien durch und stoppe auch mal. Dann sehe ich vielleicht doch ein bisschen mehr, wenn der ein oder die andere dann die Kamera vielleicht anmachen möchten. Das war das, was ich Ihnen heute vor allen Dingen zum Thema OZG 2.0 mögliches, nicht mögliches, sondern kommendes Veränderungsgesetz informationsmäßig mitgeben wollte auf dem Weg. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn wir über Paragraphen reden und über Änderungen. Wie gesagt, die Folien und alles kriegen Sie. Aber ich glaube, das war schon mal ein erster guter Ansatz für Sie zu sehen, in welche Richtung geht es denn damit weiter. Und was nochmal, das habe ich eben schon mal gesagt, aber auch mir jetzt nochmal wichtig ist zu sagen, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir den Aufbau und den Ausbau vor allen Dingen von Diensten und von anderen Themen dann nach vorne betreiben. Und uns da jetzt nicht warten, wenn es irgendwo gibt. Und da haben wir schon unsere Fühler ausgesteckt. Also wir haben natürlich den Plan, und das werden wir auch so machen, dass wir nicht doppelt irgendwas umsetzen oder dass wir jetzt anfangen, etwas umzusetzen, wo es an anderer Stelle schon ein EFA-Projekt gerade gibt oder initiiert wird. Das werden wir nicht tun, das ist ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Lücken, wo wir gemeinsam Dienste entwickeln können und dann im Rahmen der Transferleistung wirklich Mehrwerte für alle Nutzenden schaffen können, um das Portfolio einfach auszubauen. Und das wäre einfach nochmal auch so ein bisschen der Appell und mein Wunsch.